Bei mir ist jetzt eine relativ neue Band zu Gast und sie hat einen relativ außergewöhnlichen Bandnamen, nämlich Free Barbie Kill Ken. Und was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Ihnen. Herzlich willkommen, Free Barbie Kill Ken. Schön, dass ihr da seid heute. Hallo. Ja, erste Frage direkt, weil mein Chef sagte nämlich, das sind bestimmt Frauen, die jetzt kommen. Free Barbie Kill Ken, warum dieser Name? Das ist eine Hommage. Eine Hommage an, an Frauen aus dem RTL-2-Zeitalter. Also, genau erklären. Der Name kam mir tatsächlich in einem Mönchengladbacher Straßencafé. Es ist jetzt nicht gelogen, es ist tatsächlich so. Und da liefen so zwei Pärchen einher, wo die Frauen komplett in Pink gekleidet waren, Sternchen-Tattoos hatten und die Kinder vorne im Kinderwagen und Zigarette und. Du Scheiße, wollte ich sagen. Ja. Und das hat mich doch sehr so an so Nummern wie Frauentausch und sowas erinnert. Und deswegen habe ich gedacht, die müssen befreit werden. Free Barbie. Kill Ken ist einfach nur, weil ich es schön fand. Okay. So. Ihr covert ja auch bekannte Songs, aber in euren eigenen Versionen. Und ich habe gelesen, ihr sagt, ihr gebt den Songs den Druck, den sie benötigen. Genau. So, das heißt konkret was? Ja, im Grunde eigentlich, dass die, wir spielen die eigentlich so, wie die gespielt werden müssen. Also, das heißt, die Originale sind eigentlich falsch? Ja. Ja, im Grunde schon. Ja. Okay. Also, könnte auch sagen, die haben es einfach nicht drauf gehabt. Okay. In dem Moment. Und da fehlt da einfach so ein bisschen bei den Jungs der Druck. Okay. Die sind einfach zur falschen Zeit veröffentlicht worden. Genau. Der Sternenhimmel. Genau, also zum Beispiel. Die Originalversion ist ja Luschi. Das ist ja nix. Ihr habt auch irgendwo geschrieben, Befreiung hat noch nie leise funktioniert. Also ihr wollt ein bisschen revolutionieren auch? Ist das so ein Anspruch, den ihr irgendwie habt? Oder war das einfach nur ein Spruch rausgehauen? Natürlich. Ja, also im Prinzip ist es zumindest bei mir so, ich habe in den letzten Jahren entdeckt, dass die Live-Musikszene immer kleiner wird. Es gibt immer weniger Läden und überall wird sich beschwert, es ist zu laut etc. pp. Und die Leute gehen immer weniger in kleine Konzerte, bezahlen unfassbar viel Geld, um große Künstler zu sehen, geben aber dann keine 10 Euro mehr für ein echt gutes Konzert um die Ecke in der Kneipe aus. Eigentlich ist für jeden auch was dabei. Ja. Okay. Egal, ob es jetzt laut ist oder eben nicht laut ist, aber wir haben auch schon 60-Jährige vor der Bühne gehabt, die lauthals mitgeschrien haben und genauso Kids, die 13, 14 sind. Also ist wirklich für jeden eigentlich was dabei. Ja. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen was von euch hören. Ihr habt uns zwei Songs mitgebracht und der erste ist ein Coversong. Und was habt ihr uns mitgebracht? Was hören wir jetzt? Wir werden gleich Türlich Türlich spielen. Ursprünglich von Das Bo, auch Jan Delay hat es gemacht. Normalerweise spielen wir das dann auch in laut. Heute spielen wir das dann unplugged. Okay. Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down? Hört den Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen. Bei dem die Ladies alles schütteln, den Typen so vermitteln, wenn die sich nicht bewegen, sind sie derbe schief gewickt. Mit ner Windel um den Kopf, gucken die Bühnen dann im Club, gucken spastisch aus der Wäsche, wie gekaut und ausgespuckt. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Leute? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Türlich, türlich. Sicher, Digga. Türlich, türlich. Seid ihr da? Türlich, türlich. Sicher, Digga. Türlich, türlich. Alles klar? Türlich, türlich. Sicher, Digga. Türlich, türlich. Seid ihr da? Türlich, türlich. Sicher, Digga. Türlich, türlich. Alles klar? Free Barbie Kill Ken mit Türlich, türlich. Eigentlich ist mehr Druck drin. Heute ein bisschen sanfter hier bei City Vision. Genau. Wir wollen ja keinen hier irgendwie stören. Auch, nee, ne? Ist auch noch früh. Ja, genau. Ihr spielt zum Beispiel auch am 23.12., also zur Weihnachtseinstimmung in Krefeld. Ja. Was Süßer erwartet die Glocke da? Nie klingen. Genau, so. Was erwartet wir. Da die Konzertbesucher? Wo spielt ihr? Mal ein bisschen mal erzählen. Wir spielen in der Kulturrampe in Krefeld, die von einem guten Bekannten von uns betrieben wird. Und wir wollten halt ein eigenes Konzert quasi aufziehen am 23.12., um die Leute so ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen, auf unsere Art und Weise. Und ja, der Pille von der Kulturrampe, der hat das Angebot angenommen und jetzt gucken wir, dass wir den Laden voll kriegen. Und wie kommt ihr runter nach so einem Konzert? Habt ihr da, jetzt mal abgesehen vielleicht von Drogen oder Alkohol oder so, habt ihr irgendwas, wie ihr runterkommt oder was ihr macht nach so einem Auftritt? Abbauen und dann nach Hause fahren. Nach Hause fahren, dann ein gute Nachtbier auf zwei, auf drei. Ja, also so, also wenn man dann nach so einem Gig braucht man schon mal so noch zwei Stunden. Also schon so. Also ja, weil dann ist man einfach, schon noch ziemlich oben, ja. Also auch wenn man vor dem Gig zum Beispiel total müde war.
Aber nach dem Gig ist man hellwach. Die dann auch auf euch warten schon auch, ne? Dann, die euch dann dabei helfen auch, oder? Natürlich. Also du greifst ein bisschen vorweg jetzt gleich. Das wirst du gleich aber erst merken. Das, okay. na, aber klar, das ist ein großes Thema bei uns. Okay. Und was sind so die Themen, über die ihr dann schreibt? Worum soll es dann so gehen in den eigenen Songs? Du hast es gerade eben selber gesagt. Okay, den Song hat uns mitgebracht auch. Genau. Okay, richtig. Das heißt, dann dürft ihr ihn selber anmoderieren. Was hören wir jetzt von euch? Wir hören aus dem Jahre 2016 den Song Groupie. Grünes Licht geht aus, der Beifall, der erstummt. Plötzlich scheint man ganz allein zu sein. Doch irgendwo im Abseits stehst du erwartungsvoll und siehst du mir dein großes Idol. Ich kann es kaum fassen, das eine musst du mir lassen. Ich verkaufe meine Seele nur, um mich dir anzupassen. Ich bin zu einigem bereit und eines Tages kommt die Zeit. Ob du blond bist oder schwarz, studiert bist oder hart, ganz egal woher du kommst, sei doch mein Groupie. Egal ob groß ob klein, elegant oder ein Schwein, ich hab ja keine Wahl, sei doch mein Groupie. Free Barbie Kill Ken mit Groupie. So, letzte Frage. Euch gibt es ja jetzt ja bald, wirklich ein Jahr, also ihr habt bald quasi Geburtstag, kann man ja schon richtig sagen. Was ist jetzt euer Plan fürs nächste Jahr? Habt ihr da Pläne, wo soll es dann hingehen? Nee, also Pläne haben wir nicht. Also klar, wir wollen mehr spielen, wir wollen größere Konzerte spielen und wir wollen noch mehr Fans bekommen, eventuell auch noch die eine oder andere Nummer aufnehmen und vielleicht veröffentlichen. Mal sehen, was passiert. Ein paar Termine stehen auch schon für 2017. Und also man kann uns buchen, jederzeit. Und ich sage das immer gerne, weil mir letztens gesagt wurde, ich wäre kein Typ, der auf Hochzeiten spielen könne. Aha. Und man kann uns auch für Scheidungen buchen. Ne? Okay, also wer gut Lust hat, wir machen alles, wir spielen alles. Wir machen alles mit. Ja, dann freue ich mich, dass ihr hier wart und wünsche euch erstmal auch viel Spaß für euer Weihnachtskonzert. Danke. Und alles du bist Gute. Natürlich herzlich eingeladen. Ja, wenn ich mich dann ein bisschen in meiner Stimmung bringe, ja, dann genau komme ich vorbei. Ja. Und alles Gute für euer zweites Jahr dann. Ne? Danke sehr. Ja, danke. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal im Backstage Talk. Tschüss. Fall.